Geheimakte Tunguska, Folge 3, Versuch 2. Ja, ihr habt richtig gehört, zweiter Versuch. Ich habe die Folge gestern schon mal aufgenommen und mir jetzt die komplette Tonspur zerschossen. Der hat mir gesagt, jo, es wäre kein Sample vorhanden. Danke Audacity. Jetzt nehme ich das Ganze mal mit Magix Video Deluxe auf. Und hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. So. Das wie im zweiten Teil am Ende sollte auch nicht vorkommen, weil mein Aufnahmegerät jetzt ein Firmware-Update hat. Also toi toi toi. Und wir haben jetzt die Ehre, mich mit einem neuen Mikrofon zu hören. Und zwar das Auna, ich glaube SB900 heißt das. Bin mal gespannt, wie das nachher klingt. Okay. Dadurch, dass ich gestern ja schon gespielt habe und der Part versaut war, weiß ich jetzt natürlich, soweit es geht, was zu machen ist. So, deswegen gehen wir jetzt hier direkt raus. Und dann fahren wir mal zum Museum. Und siehe da, da liegt ein kleines Mädchen, das wir jetzt mal ansprechen werden. Hallo, Kleine. Hallo. Was machst du denn hier so ganz allein? Hast du etwa hier geschlafen? Wer bist du? Ich heiße Nina. Und du? Oh, hallo Nina. Ich bin Lisa. Schlaf? Also, erzähl mal. Hast du hier wirklich übernachtet? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich habe mich nicht getraut. Nach Hause zu gehen? Ja. Ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich habe hier vor dem Museum gespielt und plötzlich, ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau, wieso, aber ich habe mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch und plötzlich bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann habe ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Es gab einen hellen Blitz und die Männer haben sich umgedreht. Sie haben mich angeschaut, aber... Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Es war so schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch gelaufen, soweit ich konnte. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Die unheimlichen Männer waren zum Glück nicht mehr da. Die Kamera habe ich auch wiedergefunden, aber sie ging nicht mehr. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, habe ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Hilfst du mir? Kommst du mit nach Hause? Oder kann ich bei dir wohnen? Nein, das besser nicht. Ich werde dir helfen, die Sachen wieder zu reparieren. Aber du musst mir auch versprechen, dann ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon ganz große Sorgen. Na gut. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal ums Fahrrad. Was ist denn mit deinem Fahrrad? Ich glaube, ich bin in so eine blöde Scherbe bei der Baustelle gefahren und nun habe ich einen Platten. Dabei ist das Rad ganz neu und meine Mutter hat extra gesagt, ich soll gut darauf aufpassen, weil wir haben nicht so viel Geld, weißt du? Und da können wir uns kein neues Fahrrad leisten. Keine Sorge. Wegen eines platten Reifens brauchst du nicht gleich ein neues Fahrrad kaufen. Ich kann mir das ja mal ansehen. Und deine Kamera auch. Würdest du das tun? Ach, du bist lieb. Aber kannst du das überhaupt? Klar, kein Problem. Gib schon her. Ich weiß nicht. Was, wenn du gar nicht so gut reparieren kannst? Mach erst einmal das Fahrrad wieder heil. Wenn du das geschafft hast, kriegst du auch die Kamera. Die war nämlich bestimmt ganz teuer. Und wenn du die noch kaputter machst? Ja, ja, schon verstanden. Ich muss erstmal meine Fähigkeiten beweisen. Also gut, dann fangen wir mal mit dem Rad an. Dieses Foto ist meine einzige Hoffnung auf eine erste richtig heiße Spur. Also wird mir wohl nichts übrig bleiben, als erstmal den Reifen zu reparieren. Genau. Wie eine Kamera brauchen wir jetzt gar nicht fragen. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen. Ich werde mal den Schlauch ausbauen. Gut, jetzt haben wir den Schlauch. Nehmen wir den Klebstoff mit dem Handschuh. So, jetzt habe ich den Handschuh mit Kleber eingestrichen.
Hoffentlich trocknet das Zeug nicht so schnell. Und jetzt den Handschuh mit dem Schlauch. Ich sollte erstmal das Loch im Reifen finden. Ach ja, da war ja was. Ich habe den Handschuh mit dem Klebstoff eingeschmiert. Okay, Reifen aufpumpen. Der Schlauch ist definitiv kaputt. Da kommt irgendwo Luft raus. Ich müsste nur rausfinden, wo. Ja, das kriegen wir auch hin. Aber dafür müssen wir zu Wladimirs Haus fahren. Den Schlauch in den Eimer. Ich werde den Schlauch mal ins Wasser halten und beobachten, wo Luftblasen aufsteigen. So, hab das Loch gefunden und die Stelle markiert. Sehr schön. Dann können wir jetzt den Gummihandschuh da drauf patschen. Hoffentlich hält der Handschuh dem Druck stand. Aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Ah, wird schon reichen. Okay, dann können wir eigentlich wieder zurückfahren. Den Schlauch einsetzen. Hallo, bin wieder da. Oh, hallo Nina. Fahrrad ist heile. Ich habe das Loch im Schlauch wieder geflickt. Echt? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Naja, du siehst nicht so aus, als ob du sowas könntest. Na, vielen Dank. Ich bin Motorradmechanikerin. Na und? Trotzdem siehst du nicht so aus, als ob du Fahrräder reparieren könntest. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Und jetzt, wo ich mich als würdig erwiesen habe, kann ich ja gleich auch noch deine Kamera reparieren. Ja, das wäre super. Hier hast du sie. Sehr schön. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen? Klar, mach dir keine Sorgen. Gucken wir uns die Kamera mal an. Die Digitalkamera macht keinen Mucks mehr. Wie ich die wieder hinkriegen soll, ist mir schleierhaft. Aber ich hoffe immer noch auf ein paar aussagekräftige Fotos. Okay. Wahrscheinlich sind nun die Batterien leer. Wer sagt's denn? Funktioniert doch. Die Batterien waren einfach nur leer. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf den Bildern zu sehen ist. Alles Bilder von der kleinen Lisa. Aber hier, zwei kleine Gestalten in schwarzen Roben. Leider sind die Gesichter darauf nicht zu erkennen. Dann könnte Eddie doch recht gehabt haben. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit ihm unterhalten. Fotos, Berlin, Museum. Die Fotos von der kleinen Lisa sind leider nicht so aussagekräftig wie erhofft. Könnten die schwarzen Kutten ein Hinweis auf eine Sekte sein? Und was bedeuten die seltsamen Symbole darauf? Fragen über Fragen. Okay, ich glaube, dann können wir ihr die wiedergeben. Hier, ich habe deine Kamera repariert. Wirklich? Super, du hast es tatsächlich geschafft. Du bist ein Schatz, dankeschön. Gern geschehen. Hier, dafür bekommst du auch meinen Glücksbringer. Es ist ein kleiner Magnet in Form eines Hamsters. Bei uns hängt er immer an der Mikrowelle. Aber jetzt sollst du ihn haben. Oh, vielen Dank. Jetzt aber schnell nach Hause. Deine Eltern werden sicher schon ganz krank sein vor Sorge. Ich kann das derzeit leider viel zu gut nachvollziehen. Und wir haben jetzt endlich einen Magneten, um im Aquarium zu fischen. Ach, da fällt mir ein, die Nina hat doch noch was im Motorradsitz. Das Staufach im Sitz ist abgeschlossen. Ja, das kriegen wir ja auf. Jetzt ist das Staufach offen. Ach was. Mein Handy und meine Sonnenbrille. Nehme ich beides besser mal mit, bevor sie mir noch geklaut werden. Gut. Also ab zum Haus. Und ein bisschen im Aquarium angeln. Ich werde mal versuchen, mit dem Magneten den Schlüssel an der Scheibe hochzuziehen. Hab ihn. Sehr schön. Der Schlüssel dürfte jetzt bei der Buschatulle passen. Das Adressbuch meines Vaters. Das könnte mir weiterhelfen. Und dazu noch ein kleiner Zettel an einem Bändchen. Okay, was steht da drauf? Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19 AL.
Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren 3 der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Mhm. Wladimirs Adressbuch. Mal sehen, ob dieser Oleg drinsteht, dem mein Vater diese E-Mail geschrieben hat. Ja, hier. Oleg Kamburski. Der wohnt sogar ganz in der Nähe. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Mhm. Ich denke, das können wir auch direkt mal machen. So, also so weit war ich auch gestern bei der Folge. Hat natürlich viel länger gedauert, weil ich natürlich noch erst alles herausfinden musste. Aber jetzt haben wir dafür Zeit, dem Oleg Kamburski mal einen Besuch abzustatten, sofern wir das können. Ja, sieht gut aus. So, da wären wir. Hoffentlich ist das auch der Oleg, dem mein Vater die Mail geschrieben hat. Und hoffentlich weiß er, was das mir weiterhilft. So richtig viel habe ich ja bislang noch nicht herausfinden können. Nee, halt dich in Grenzen. Plastiktüte. Eine hoffentlich noch unbenutzte blaue Mülltüte. Können wir die einstecken? Jawohl. So. Okay, gehen wir erstmal zur Tür. Klingel, dann klingeln wir mal. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Oleg Kamburski? Ja. Wieso? Ich bin Nina Kalenko. Ja, und? Ja, also, Sie kennen meinen Vater, Wladimir Kalenko. Und ich dachte, Sie... Ich kenne keinen Wladimir Kalenko. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Puh, das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich erhoffe mir den großen Durchbruch bei der Suche nach meinem Vater und der Typ lässt mich nicht mal ausreden. Ob ich irgendwas Falsches gesagt habe? Oder vielleicht genau das Richtige? Du hast Kalenko gesagt. Gucken wir mal ins Tagebuch. Oleg. Berlin, Olegs Haus. Dieser Oleg Kamburski macht keinen sehr sympathischen Eindruck. Hat er etwas zu verbergen oder ist er nur chronisch unfreundlich? Wahrscheinlich beides. Okay. Na, ein bisschen beiseite. Ich klingel einfach nochmal. Kann mir kaum vorstellen, dass der mir nochmal die Tür aufmacht. Ein Napf. Wenn der Napf hat, muss sein Haustier haben. Das ist eine Hundeklappe. Ich kann mir da mal reingucken. Durch dieses Ding können die kleinen Vierbeiner jederzeit rein und raus. Okay. Endlich werde ich mal dieses stinkende Zeug los. Und der kleine schnucklige Vierbeiner freut sich wahrscheinlich sogar noch darüber. Ja, wenn er kommt. So. Fehlt noch was? Salz? Keine Ahnung. Wenn ich die Pizza noch mehr versalze, wird sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht leckerer. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Durch dieses Ding können die... Ja, bla bla. Kommt der raus, wenn ich weggehe? Mal probieren. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Und selbst wenn ich das wüsste, wozu zahle ich eine exorbitant hohe Grundgebühr für mein Handy, wenn ich es nicht nutze? Handy ist ein gutes Stichwort. Da war irgendwas.
Ich meine mich zu erinnern, dass man das Handy... Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Dass man das Handy mit dem Klebeband am Hund befestigen kann, aber der muss ja erstmal rauskommen. Und dann kann man den mit dem eigenen Handy belauschen über die Telefonzelle. Aber irgendwas fehlt hier noch. Ich schätze mal Wasser. Wir haben die Schale. Wo wir Wasser herkriegen, wissen wir ja eigentlich auch. Fahren wir nochmal schnell zurück zum Haus. Okay, Porzellanschale mit Wasser. Dann düsen wir wieder zurück. Okay. Irgendwas fehlt hier jetzt noch. Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Ja, und jetzt? Nochmal klingeln. Kann mir kaum vorstellen, dass der mir nochmal die Tür aufmacht. Nee. So, mit der Plastiktüte. Eine hoffentlich noch unbenutzte blaue Mülltüte. Zettel. Stich aber ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, ist es denn? Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Als noch nicht jeder ein Handy hatte. Ja, warum kommt denn das Vieh nicht raus? So sehe ich doch, ja. Salz, im Mittelalter auch das weiße Gold genannt. Bringt mir nur jetzt gerade nichts. Ein Weg, Da geht's noch weiter. Gibt's nur den Gartenschlauch? Ne, da ist sowas. Besenstiel. Gut eingesteckt. Und damit was machen? Mit dem Gartenschlauch. Dieser Kamburski scheint Hobbygärtner zu sein. Selbst sein Gartenschlauch ist grün. Ist eigentlich schlecht beim Rasenmähen. Okay. Fensterspalt. Gucken wir mal durch. Der Typ ist hektisch am Telefonieren. Ob das was mit meinem Besuch zu tun hat? Wenn ich doch nur Mäuschen spielen und das Gespräch mithören könnte. Fress- und Wassernapf für das Haustier mitten in der Küche. Sehr hygienisch. Okay. Schätz mal, dann gehen wir mal wieder nach vorne. Ah, da ist das Miezekätzchen. So, dann komm mal her. Kriegst ein Tape. Die Aufnahmefunktion des Handys ist aktiviert. Ein ganz seltenes Exemplar des europäischen wandelnden Diktiergeräts. Jetzt müsste ich die Katze nur noch irgendwie dazu bringen, in die Küche zu laufen. Ja klar, mit Salz.
geht's zum Trinken rein. Das durfte unsere kleine Miezekatze ganz schön durstig machen. Mhm. Wunderbar, es hat geklappt. Oleg telefoniert noch und die Katze wird noch einige Zeit trinken. Und hoffentlich das Gespräch aufzeichnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und ich erst. Okay, zurück. Dann flitzen wir mal zur Telefonzelle und rufen uns selbst an, was man ja ganz selten tut eigentlich. Los, Nina, schwing deinen Hintern. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert. Na toll. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Na super. Wie soll ich da jetzt rankommen? Probleme. Okay. Besenstiel. Moment. Griff. Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. So, okay. Noch ein bisschen Klebeband rum? Ja, das sollte halten. Jetzt haben wir einen Kescher. Okay, so. Miezekatze. Wo sind das denn die da? Das könnte klappen. Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Klingt nach einem Plan. Was es mit Tunguska auf sich hat und ob wir selber irgendwie als Zielscheibe gelten sollen. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin.